Auch ein schöner Rücken kann entzücken. Das ist das Motto für das heutige Pilates-Workout. Wir machen ein Workout für den Rücken, für den starken Rücken wohlgemerkt. Denn es geht nicht immer nur um schlank und schön, sondern wir wollen ja auch gesund sein. Und deswegen trainieren wir unseren Rücken. Setzt euch mal ganz gemütlich auf, die Hände an die Knie. Und wir versuchen uns mal wirklich rauszuziehen. Den Rücken ganz gerade zu lassen. Einzuatmen, die Brust wirklich zu öffnen, ja, die Schultern tief zu lassen. Und ihr könnt wirklich einfach zur Hilfe die Hände an die Knie legen. Und dann rollen wir uns mal ein, machen den Bauch flach und rollen uns hier wirklich raus. Und jetzt zieht ihr die Schulterblätter auseinander. Ihr werdet rund in der Halswirbelsäule. Und ausatmen, lang ziehen. Werdet rund und lang. Rund werden, alles einziehen, Bauch einziehen, Schulterblätter auseinander. Und gerade werden. Noch viermal hier. Rund. Und öffne weit nach oben. Werde rund. Noch zweimal. Und der letzte. Bleibt noch einmal hier. Zieht euch wirklich gut rein. Macht euch lang. Gerne mal auf den Sitzhöckern leichtes Hin- und Herschwingen. Ganz gemütlich und dann stützt mal entweder leicht geballte Fäuste und ihr könnt euch noch gerader machen oder ihr stellt die Handflächen auf, ja, wie ihr euch hier noch einmal besser rausschieben könnt, ja, wirkliche Brust- und Herzöffnung, ja, dehnt euch raus und rein. Auf die Fäuste, je nachdem, wie es angenehmer für euch ist. Und letztes Mal. Wir lassen den Rücken mal gerade und wir strecken mal die Beine. Und jetzt flexen wir die Füße und wir spüren eine Dehnung in der Oberschenkelrückseite. Ja, weil die Beine sind schön lang aufgespannt. Wir setzen uns gerade hin und wir strecken die Arme. Und jetzt kommen wir mal in den Spine Stretch Forward. Wir ziehen uns nach vorne und jetzt wird der Rücken rund. Und wieder lang. Und hier ist es wichtig, wir gehen jetzt nach vorne, wir ziehen den Bauchnabel zur Wirbelsäule und der Rücken wird rund. Und es ist hier auch nicht schlimm, wenn ihr hier von der Beweglichkeit her und dem Stretch nur zum Beispiel bis hier kommt. Ja, Hauptsache, ihr kommt ein bisschen vor. Die einen oder anderen sind mehr beweglich. Das ist, jeder Mensch ist anders. Aber zieht den Bauch ein, werdet rund und stretch. Kommt zurück und nach vorne. Mach hier noch zwei mehr, immer wieder die Länge im Rücken und dann wieder rund werden, Bauch rein. Und nach oben. Sehr schön. Und jetzt kommen wir mal mit den Armen weit. Ja? Und auch hier, ich weiß, der Rücken ist gerade, ganz gerade sitzen ist auch schon eine Übung. Und anstrengend genug, aber flext nochmal die Füße, presst noch einmal die Beine schön gerade in die Matte, atme tief ein und aus. Wir twisten.
Spine-Twist, ja? Atme aus. Und wir gehen zur anderen Seite. Zweimal in die Richtung. Atme ein. Und aus. Zur anderen Seite. Atme ein. Aus. Aufdrehen. Einatmen zur Mitte. Und ausatmen. Jetzt gehen wir abwechselnd, ja? Und auch die Schultern arbeiten hier mit. Der ganze Oberkörper rotiert. Und noch einmal auf jeder Seite. Lasst den Rücken lang, spürt die Länge, die Arme strecken. Und locker lassen. Einmal die Arme aus, schütteln die Schultern, vielleicht ausstreichen. Und dann kommt mal hier ganz locker neben euch. Wenn ihr möchtet, kommt ihr etwas tiefer. Ja, spürt ihr den Stretch, macht euch locker. Oder einfach, wenn man nicht ganz so tief gehen kann, einfach nur neben einem die Arme ablegen und einfach den runden Rücken, ja, den Stretch, die Entlastung. Darauf kommt es an, ja. Macht euch lang, lasst auch den Nacken ein bisschen rund werden. Halte hier noch ein bisschen. Und dann komm nach oben. Komm wieder in die Länge, ja. Der lange Rücken ist das Thema hier. Wir öffnen die Beine einmal mattenbreit, ja. Und wir kommen zur nächsten Übung, die Säge. Das ist eine Pilates-Übung, die ist ähnlich wie der Spine-Stretch oder Spine-Twist. Ja, wir gehen jetzt nur parallel mit dem Arm bzw. diagonal. Ziehen wir jetzt hier eine Ausatmung. Die Hand zur Fußspitze. Werde lang im Rücken, wenn du nach oben kommst. Zieh den Bauch ein, wenn du tief gehst. Länge im Rücken. Powerhouse anspannen. Und nach unten. Atme aus. Ein nach oben. Und aus. Und das hier ist auch wirklich eine Übung, die ist wirklich schön für den Rücken, für den Oberkörper, für die Arme und natürlich ausatmen für die Beweglichkeit in der Wirbelsäule. Ja? Wir twisten jedes Mal hier. Spürt noch einmal richtig Länge in den Armen. Die Arme können jetzt gerne ein bisschen warm werden, die Schultern, aber die Spannung, Spannung ist alles im Pilates, ja? Wir sind bis in die Fingerspitzen gespannt. Letztes Mal auf jeder Seite. Einatmen und aus. Sehr schön. Komm nach unten, auslockern und komm noch mal einfach nach vorne. Gerne mal die Arme, wenn es geht, liegen lassen, tief kommen, aushängen lassen oder zur Seite nehmen, was dir da am angenehmsten ist. Dann komm nach oben, hol die Beine einmal zu dir ran. Und komm mit mir nochmal in diese wunderschöne Beckenschaukel, in der man sich so gut rausziehen kann. Wir runden uns, Schulterblätter auseinanderziehen. Spürt richtig den Stretch zwischen den Schulterblättern. Ihr macht euch rund und in die Länge. Mach dich rund, zieh den Bauchnabel ein.
Atme aus. Noch zweimal. Rund werden. Und aus. So. Einmal die Hände lösen und im ganz, ganz geraden Rücken leichte, kleine Schwingungen, ja, mit den Armen. Lass den Rücken gerade. Versuch hier wirklich schön aufrecht zu bleiben. Vier, drei, zwei. Und Hände an die Oberschenkel lösen. Werdet rund. Wir gehen einmal in den Vierfüßlerstand. Schwingt euch mal eure Beine zu euch. Und wir kommen mal in den Vierfüßlerstand. Und auch hier machen wir mal zu Beginn den Cat Stretch. Wir ziehen den Bauchnabel ein, werden rund. Drücken die Schulterblätter auseinander und dann ziehen wir uns hier raus. Ja, spürt richtig Länge, macht den Rücken richtig tief und dann werdet wieder rund. Zieht den Bauchnabel ein und werde rund. Einatmen. Und aus. Einatmen, genieß das richtig hier, ja? Mach dich rund und lang werden. Ein letztes Mal. Und dann schieben wir das Becken in eine ganz neutrale Position. So, wir versuchen uns mal, so gut es geht, die Schultern und die Handgelenke sind eine Linie und so sollte es eigentlich bei dem Hüftgelenk und dem Knie auch sein. Wir fangen mal an, wir ziehen ein Bein langsam nach hinten raus, auch hier Spannung bis in die Fußspitze. Und dann lösen wir mal einen Arm. Und ich weiß, jetzt ist hier ganz viel Balance gefragt und natürlich auch Bauchspannung. Zieht bitte den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Das Powerhouse ist hier aktiv, der Rücken ist wirklich streckt. Und dann kommen wir nach vorne und führen das Knie zur Hand, ja? Und dann strecken wir uns in die Länge, macht das Bein lang. Komm nach unten, zieh dich rund ein. Einatmen, Länge und dann komm zusammen, Bauch fest nach innen, atme aus. Ein, aus. Ein. Und hier haben wir den ganzen Rücken mit dabei. Ganze Rückenstrecker, alles zieht auseinander und zusammen. Wir machen noch zwei Stück. Bitte zieht den Bauch noch fester ein. Wenn ihr zusammen geht, streck in die Länge. Letztes Mal. Halte mal ganz kurz die Spannung, ja? Und dann löse. Und komm mal in den Shell Stretch. Einmal kurz entlasten. Mit den Fingern weit nach vorne laufen. Die Arme strecken. Und ganz locker lösen. So. Dann machen wir uns mal rund. Komm nach oben. Atme aus, werde gerade, normale Beckenposition und wir schieben das andere Bein gerade in Verlängerung der Wirbelsäule nach hinten. So, und dann fokussiert euch mal
gute Körperspannung, zieht den Bauch ein. Wir lösen die Hand und die zieht weit nach vorne. Und jetzt spürt richtig die Länge von eurer Fingerspitze bis in eure Fußspitze. Einmal diagonal über den ganzen Rücken. Und halte hier und führe deine Hand und dein Knie unter deinem Bauch zusammen. Und weg. Zusammen. Und weg. Komm nach vorne. Roll dich hier richtig ein. Hier noch drei. Zusammen wirklich den Bauch nach innen ziehen und dann die Länge. Ja, rund werden. Letztes Mal, zieh dich nochmal weit raus und dann bring das Knie zu deiner Hand. Halte kurz, zieh den Bauchnabel nach innen, atme aus und komm in den Shell Stretch. Zieh dich nach hinten und ganz gemütlich ablegen. So. Dann kommen wir einmal eine Station tiefer. Wir legen uns auf den Bauch. Und legen einfach erstmal unsere Hände ganz gemütlich ab, deine Stirn auf deine Handfläche. Und du kannst mal einfach mit dem Nacken leicht hin und her schwingen. Ein- und ausatmen. Und dann lösen wir mal unsere Arme. Stellen sie mal neben uns flach, die Handflächen in die Matte pressen. Und wir kommen mal hier leicht nach oben. Leicht, stützt euch ein bisschen aus den Armen, aber nicht ganz zu viel, ja? Die Kraft soll eher aus dem oberen Rücken kommen. Und tief. Nach oben. Und zwei mehr. Letztes Mal. Und dann bleibt mal hier mit der Brust über der Matte und nehmt mal eure Arme zur Seite, ja, in eine schöne U-Form. Und dabei spannen wir jetzt den Hintern an und die Beine sind natürlich gestreckt. Und wir können mal die Daumen zur Decke zeigen lassen und heben hier den Oberkörper und senken. Heben und senken. Atme ein und aus. Und hier habt ihr jetzt eine richtig gute Rückenspannung von oben bis nach ganz unten zur Lendenwirbelsäule. Hintern ist dabei. Wir spannen den Popo fest an. Die Beine sind gestreckt und haben natürlich auch Spannung. Vier mehr. Drei, zwei, letztes Mal und lösen. Einmal kurz lockern. Auch hier, entweder du legst dich ab und genießt einmal einen Moment der Ruhe. Du kreist den Nacken ein bisschen. Streck mit mir mal deine Arme, mach sie ganz lang und zieh dich mal hier in eine V-Position, ja? Arme ziehen jetzt weit nach oben.
zwei mehr. Öffne dich. Weite in den Arm. Letztes Mal und dann hol dir mal die Arme nach vorne und wir fangen mal hier leicht an. Wir nehmen ein Bein dazu und wir fangen hier mal an zu schwimmen, ja? Und werden ein bisschen schneller hin und her paddeln. Jetzt ist wirklich der ganze Rücken gefragt, ja? Von oben bis nach unten in die Beine, Hintern, alles fest. Halte hier vier mehr. 3, 2 und löse. Einmal ablegen. Lockern. So. Eine kleine Runde haben wir noch vor uns. Wir ziehen noch einmal die Arme weit auseinander. Zieht die Daumen zur Decke und wir heben uns und schieben unsere Schulterblätter zueinander und lösen. Und jetzt richtig die Schulterspitzen zueinander ziehen, ja? Für den oberen Rücken. Ein und aus. Und spannt auch hier den Hintern fest an, ja? Und lösen. Vier mehr. 3, 2. Letztes Mal, kleine Challenge, einmal die Arme nach vorne bringen und wir fangen an zu schwimmen. Halte durch, streck die Beine, Hintern, alles fest. Für 4, 3, 2, letztes Mal und lösen. Auslockern. So, stützt die Hände noch einmal an den Seiten und schiebt euch einfach nochmal hier. Ganz schön und gerade raus. Das dürft ihr jetzt genießen. Spürt den Stretch. Macht den Rücken. So. Wenn ihr wollt, dürft ihr euch auch weiter rausschieben. Handflächen weiter nach hinten. Wir kommen eine Station höher. Aber nur, wenn euch das gut tut, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt euch rausschieben. Ansonsten bleibt hier auf der halben Ebene, ja? Ansonsten geht ihr weiter, schieb raus. Und zieh dich hier. So, und von hier aus drücken wir uns mal in den Shell Stretch und lassen noch mal den Hintern leicht in der Luft, bevor wir ihn nach hinten absetzen. Wir krabbeln mit unseren Fingerspitzen mal weiter vor und bekommen so richtig Länge noch mal in den Rücken. Nasenspitze zur Matte bringen. Langer Rücken. Und dann zieht langsam mit den Händen auf der Matte entlang, bringt den Hintern nach unten zu euch und dann lasst mal alles gemütlich einfach hier liegen. Leichtes Hin- und Her-Schwingen, ein- und ausatmen und dann mal Wirbel für Wirbel nach oben kommen. Rund machen der ganze Rücken. Und die Schultern kreisen. So. Ganz gemütlich aufrecht werden. So, wir sind am Ende unseres Pilates Rücken-Workout. Ich hoffe, euer Rücken ist gesund, gekräftigt, gestärkt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis bald.